Liebe Kufsteinerinnen und Kufsteiner, immer dann, wenn es in Österreich eine Krise gibt, sei es wirtschaftlich oder sei es wie jetzt mit Coronavirus, dass wir im Gesundheitsbereich eine krisenhafte Entwicklung haben, gehen die Meinungen speziell unter Wissenschaftlern und damit auch in der Bevölkerung weit auseinander. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die sagen, alles, was an Vorsichtsmaßnahmen getroffen wird, ist heillos übertrieben. Es gibt auch Virologen, die Meinung vertreten. Es gibt aber andere, die der Meinung sind, wir machen alle viel zu wenig und sind uns der Gefahr nicht ausreichend bewusst. Nun, diejenigen, die unter Verantwortungsträger zu verstehen sind, sind natürlich diejenigen, die lieber auf der vorsichtigen Seite sind und alles dafür tun, dieser Verantwortung gerecht zu werden und die Bevölkerung so gut es irgendwie möglich ist, vor einer Verbreitung dieses Virus zu schützen. Die Stadt Kufstein hat sich auch dazu entschlossen, selbstverständlich allen Anweisungen im Bund und Land nachzukommen. Und das bedeutet, dass wir alle Maßnahmen treffen, um größere Menschenansammlungen in der nächsten Zeit zu verhindern. Daher ist es leider auch notwendig gewesen, viele Veranstaltungen abzusagen. Und es geht nicht nur darum, dass genau 100 Personen oder 101 Personen eine Veranstaltung besuchen. Der Sinn ist ja ganz einfach, dass möglichst wenig Menschen zusammentreffen und sich nicht anstecken können. Ich möchte appellieren, nicht nur an die Verantwortungsträger, sondern an die Selbstverantwortung jedes Einzelnen hier mitzuhelfen und nicht versuchen, diese Maßnahmen irgendwie zu unterlaufen oder zu umgehen. Wir müssen zusammenstehen in dieser Zeit, wir müssen gemeinsam die Verantwortung wahrnehmen. Und ich versuche im Verständnis, dass in der Stadt Kufstein in städtischen Räumlichkeiten in den nächsten Tagen und Wochen keine Veranstaltungen stattfinden. Sobald sich die Situation verändert, werden wir selbstverständlich neue Maßnahmen treffen. Und ich hoffe, dass wir das bald überstanden haben und dann gemeinsam wieder weiter feiern können. Aber derzeit wird es notwendig sein, diese Veranstaltungen abzusagen. Ich bitte um Verständnis und alles Gute inzwischen.